Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf dem PC, auf der Eiers holt. Ja, natürlich hier jetzt am Start mit Silageballen wickeln. Der erste Ballen ist hinten schon fertig. Wir werden jetzt hier mal einen Helfer einstellen, damit er hier kräftig wickeln kann. Da könnte man einen Ballenzähler noch zurücksetzen. Dafür gewickelte Ballen und für gepresste Ballen. Praktisch halt links. Das ebenfalls. Was haben wir jetzt angemacht? Das brauchen wir nicht. Gut, ihr habt das nicht gesehen, ich habe was anderes angefangen. Boah, vielleicht das Problem haben, dass das jetzt wieder passiert, ne? Schade. Habe ich jetzt eine Doppelbelegung hier drauf mit meinem PC? Kriege ich nicht zurückgesetzt. Anders kriege ich ihn aber nicht. Okay, dann schicken wir ihn einfach mal los. Dann lassen wir ihn mal arbeiten. Er wird schon euch was draus machen. So, er ist natürlich angekommen mit der Fräse. So, mit denen werden wir aber nicht fräsen. Der ist ein bisschen zu klein. Den können wir hier wieder in seine Garage stellen. Okay. Hier müssen wir natürlich auch mal weitermachen. Der Drescher hat ja die gestrige Folge nur gestanden. Da waren wir ja wieder hier, waren wir richtig produktiv, ne? So, zu denen wollte ich. Eigentlich muss ich mich kurz orientieren. Hier hinten muss ich lang. Da müsste doch hier ein Hänger drin stehen. Mal kurz ab unser Gewicht, wo tun wir das hin? Am besten werden wir Gewicht immer hier vorne lagern. Aber da finden wir sie vielleicht auch mal wieder. Gut, in die Fräse passen ja 75.000 rein, da brauchen wir jetzt ja nicht gleich einen Hänger mitzunehmen. Ich wollte sagen, lassen die sich wohl gar nicht fräsen, doch. Oh, 18.000 war der Baum, das ist ja nicht gerade wenig. Ach Gott, dass die Deko-Bäume hier so viel Hackschnitzel abschmeißen. So, den können wir stehen lassen.
Aber so ein Fräsen müsste doch trotzdem gehen. Hat auch lange gedauert, er weg war. Und 79.000 müssen voll. Ach, jetzt sind die Stumpen mit erwischt, so wie es aussieht, ja. Wenn nicht 79, 74.000. Mit Fräse und Autodrive können wir ja leider nicht fahren. Und die Hänger gehen ja nur 40.000 rein. Ich weiß nicht, ob ich das Prinzip jetzt verstanden habe. Wenn ich das da drüben aufmache, muss ich hier drücken, ne? Nee, das war es nicht richtig. Das Prinzip der Tore verstehe ich nicht so richtig. Theoretisch müssten wir den ja an den Grünen hinten anhängen können. Der Drescher ist voll von den bisschen. Geht ja nichts mehr rein, Mensch. Drescher gucken wir gleich, wir machen mal hinten noch zwei, drei Bäume weg. Den Stumpen erwischt es wahrscheinlich gleich mit. Für einen kriegen wir noch rein. So, und so müsste das auch fast reichen, dass wir hier dann so ein bisschen vernünftig rumkommen. Ja, lassen wir mal die Fräse am besten hier vorne stehen. Ah, der geht nicht, oder? Ach, wir sind noch nicht weit nach hinten. Geht trotzdem nicht. Das ist natürlich schade. Weil zwei grüne Hänger kann man zusammenkuppeln, das weiß ich. Andersrum. Weil an die grünen Tandem kann man doch hinten auch was anhängen, theoretisch.
Das geht. Okay. Machen wir so rum. So, Hackschnitzel. Wo werden wir Hackschnitzel los? Hackschnitzel 319 Heizkraftwerk. Oder nimmt es noch jemand anders? Ne, 626 Sägewerk. Okay. Wo ist denn das Sägewerk? Da ist das Sägewerk, beim Baumarkt. So, da sagen wir mal ganz einfach, abholen und abliefern. Wir lassen mal einfach als Beladepunkt die Eiersholt, Eiersholt ist hier unten. Eiersholt drin. Und als Abtipppunkt hat man gesagt, Sägewerk. Muss ja dann bei den Verkaufsstationen mit drin sein. Ja, ein Stück hier raus. Der ist ja auch ein bisschen laut. So, Verkaufsstation. Sägewerk Hackschnitzel. Ja, gibt's. Okay. Und dann nehmen wir mal vorsichtshalber hier noch auf Hackschnitzel. Was ja immer wieder kommt. Kommt der jetzt hier rum? Ja, das war klar. Also das kann nicht funktionieren, das ist schon klar. Liegt dann eben auch an uns. Sind das ja fast 40.000, was man jetzt hier kriegt. Wenn der überhaupt ankommt. Dann brauchen wir jetzt ein Gewicht vorne dran, wenn er jetzt hier fährt. Aber mal sehen. Eine Straßenkram landet, das merkt man dann schon. Gute Reise. So, was macht er? Er fährt eine Ehrenrunde oder was? Nee. Könnte man natürlich jetzt hier einen Trecker gebrauchen, der ja Ballen sammelt. Haben wir nicht. Alle beschäftigt. Du? So, doch. Zeigt am Ende der Route neuerdings an, er müsste entladen werden. Den habe ich noch nicht gehabt. Hätte mich auch gewundert, wenn der von den Zweierhalbbahnen hier voll gewesen wäre. Doch, wir haben einen Trecker zum Ballen fahren. Zuklappen. Ja, Trescher hat nur 6%. Aber jetzt muss ich erstmal was gucken. Wir müssen ja noch die 53, müssen wir ja noch mal düngen, ne? Doch mal zwingend nicht vergessen. Das ist noch erste Wachstumsstufe. Können wir noch nicht düngen. Müssen wir was auf der 14 machen? Hier könnten wir sofort wieder ansehen, wenn wir das Stroh los sind. So, den schicken wir natürlich oben an die Werkstatt. Mal sehen, ob es hinkommt. Das werden wir erleben. Den schicken wir natürlich zum Getreidesilo. Dann hätten wir einen Trecker zum Ballen fahren. So, wo ist er? Ich würde sagen, er ist noch weit weg.
fährt ganz schön Ehrenrunden hier. Oh, die Ballen rollen den Berg runter. Können wir eigentlich ausmachen. Ach so, hier wollte ich mal gucken, wie viel der nun schon drin hat in der Mischfutter. Oh, 70.000 Mischfutter haben wir. Eine Goldgrube. Ah, er kann schon noch eine Fuhre rein. Ach, weiß ich nicht. Ja, doch, können wir schon noch eine fahren lassen. Jetzt lassen wir die noch reinfahren, wenn wir das nächste Mal erwischen. Da schicken wir dann zum Depot, was wir auf Lager haben. Dann lassen wir alles in die Mitte. Wir kriegen sie auch aus der Mischfutter wieder raus. Eigentlich können wir noch alles dort reinbringen. Na, kommt er diesmal rum hier? Ah, sieht gut aus. Ja, er fährt woanders lang. Okay. Ah, er ist beim Abgabepunkt angekommen. So, ersten Hänger. Mal sehen, ob er auch einen zweiten Hänger ordentlich abkippt. Ist aber schon drüben in Auto 3 Fenster grün geworden, dass er zurück will nach Eiersholt. Mal sehen, ob er unseren zweiten Hänger hier noch abgibt oder einfach losdampft. 13.000 der erste Hänger. Ne, er kippt ihn ab. Das war nicht so richtig rüberdrücken hier. Vielleicht ein bisschen mehr ausholen müssen beim Einfahren, aber gut, das war ja schon eingefahren, das wurde ja, liefert ja Autodrive mit, diese Strecke, also das Streckennetz für die Eiersholt. Holt. 25.000, schick, schick, 51.000 auf dem Konto. Na, werden die sich jetzt einig? War ja auch wieder kurz vor knapp hier. So, wir müssen den dann auf dem Feld erwischen. Weil wir haben ja auch noch unten 32 Schwaden. Kursblickers drin. Ich kann jetzt nicht einfach den Autodrive-Kurs ausmachen oder anmachen. Aber dann kommt er durcheinander. Ach, er stört sich wieder hier am Straßenschild. Ja, die Straßen sind schon ganz schön eng, muss ich sagen. Aber dass die Schilder noch Colli haben, ist natürlich schlecht. Bleibt natürlich auch der Autodrive-Fahrer stehen. So, was machen wir mit dem Hänger? Rückwärts im Hall arrangieren, der Drehschemel. Vielleicht kriege ich heute nicht fertig. Gut, wir hätten auch noch einen Schluck bei dem Pferd reinkippen können. Da war ja nicht 100% Hafer drin, aber der bleibt jetzt erstmal hier bei uns im Lager. So, und das ganze Gespann muss auch natürlich repariert werden, wenn ich das richtig sehe. Kipper 67%, halt rechts rum. Ja, ich war schneller. Gehabt. Ja, ich wollte ich nicht.
Oh, der hat doch kein Gewicht vorne dran, oder stehe ich bloß draußen? Doch, Gewicht hat er. Na, jetzt stehen wir günstig. Ich glaube, hier fährt sich auch keiner auf Boden weg. Er hat zwar mal gesagt, dass mir hier die Werkstatt mit Tripper oder mit Gebäude so ein bisschen besser gefällt. Vielleicht ist ja auch eine Werkstatt angebracht ohne Gebäude. Einfach auch mehr Platz zu haben. So, in den Hänger, wo stellen wir den Hänger hin? Den Hänger müssen wir irgendwo hinstellen, wo wir ankuppeln können. Den Hänger stellen wir, den nehmen wir hier rein. Weil ich natürlich wieder unten die Meldung nicht gelesen, was da stand. Da wird irgendjemand. Achso, ne, klar, der Treasure ist angekommen. Ich meine, wir kriegen ja das Heu auch wieder aus der Mischfutter raus. Eigentlich müssen wir den nirgendwo anders hinschicken. Können wir theoretisch so belassen. Klar, bräuchte man ein bisschen Heu für die Pferde, aber ich denke mal, wenn man da das aus der Mischfutter rausholen können, das ist auch okay. Müssen wir nicht extra rechts runter zum Depot fahren. Wenn natürlich der Heusammler fertig ist, kann das restliche Stroh dann sammeln, auf der 14. So, und hier müssen wir erstmal gucken, was eingestellt ist. Hier ist ein Rundballen eingestellt, das passt soweit. Brauchen wir bloß anschalten, dann können wir gleich los sammeln hier. Ich denke mal, dass bald der Bader hier rumkommt. Dem wird das definitiv nicht gefallen, was hier rumliegt. Die rollen schon auf Nachbarsgrundstück hier. Man hat schon ordentlich geschafft hier, auf Ballenpresse. Echt nicht meckern. Ich denke mal hier, das wird überall noch der Schwader zusammenkratzen wollen. Mir ein bisschen was wegnehmen. Das ist eben durch die durch die schrägen Linien. Aber das kriege ich ja nicht anders hin beim Generieren. Das kann ich ja nicht unterbinden. So, einer geht noch drauf. Nehmen wir den da vorne. Ja, die schaffen wir hier noch schnell in die Mischfutter und dann machen wir auch für heute Feierabend hier. Also ich habe das Gefühl, dass hier die Zeit noch schneller vergeht wie auf der Konsole.
So, hier müssen wir natürlich jetzt ordentlich ranfahren. Weil das hat man ja schon mal getestet, dass das geht, wenn wir die da drauf hauen aufs Band. Das passt auch so von der Länge her von unseren Ballenwagen. So, dann brauchen wir die Abladeseite natürlich da drüben. Müssen wir noch ein Stückchen rüberschieben. So. Und jetzt irgendwie anheben, heben. Das war hoch. Ja, dann sagen wir mal ganz einfach Z. Zack, liegen sie alle drin. So, jetzt dauert es natürlich eine Weile. Oh, 81.000 Mischfutter. Ja, richtig Geld. Den stellen wir einfach mal hier rein, dass wir nicht im Weg stehen, denn wir werden jetzt hier Feierabend machen. Ups, so will er hin. So, okay, dann sage ich mal vielen Dank fürs Einschalten. Hoffentlich, wir sehen uns morgen wieder. Also bis dahin und tschüss.